Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Mingers. Mein Name ist Markus Mingers. Am Wochenende habe ich mit meinen Kindern darüber diskutiert, ob Eltern in die WhatsApp-Nachrichten der Kinder schauen dürfen. Aufhänger war ein sehr ernster, nämlich dieses Blauwal-Spiel oder Blue-Whale-Spiel, was gerade über WhatsApp verbreitet wird. Da hat ja irgendein Wahnsinniger ein Spiel kreiert, an dem die Jugendlichen und Kinder, oder da werden die aufgefordert, an 50 Tagen 50 Aufgaben zu erledigen. Zum Beispiel, steh um 4.20 Uhr auf und guck den Horrorfilm an oder am nächsten Tag ritz dich bis hin, letzte Übung ist, sich selbst umzubringen. Und wie man so aus den Nachrichten entnehmen kann, müssen tatsächlich Kinder dem gefolgt sein und tragischerweise sich umgebracht haben. Also es ist unglaublich, was da unterwegs ist. Und da stellt sich eben die Frage, wann dürfen Eltern und dürfen sie überhaupt in das Handy der Kinder gucken und die Nachrichten lesen? Bei den Kindern gehen natürlich die Alarmglocken an und sagen, nein, auf keinen Fall. Und grundsätzlich haben die Kinder natürlich auch recht, denn auch hier gilt das damals antiquierte Postgeheimnis. Das heißt, das ist ein Straftatbestand und grundsätzlich dürfen die Eltern das nicht, denn das ist eine Privatsphäre der Kinder. Anders natürlich Ausnahme bei minderjährigen Kindern, weil den Eltern da eine besondere Sorgfaltspflicht obliegt. Und dann, wenn ein Anlass gegeben ist, also bei Gefahr im Verzug. Die Frage ist dann natürlich, muss ich als Elternteil tatsächlich da dafür ins Handy gucken oder bemerkt man bei seinen Kindern nicht da schon gewisse Verhaltensänderungen, eine Zurückgezogenheit oder eben andere Verhaltensauffälligkeiten. Aber die Praxis lehrt ja, dass man da sogar manchmal das bei seinen eigenen Kindern nicht erkennt, da darf man auch keinem einen Vorwurf machen. Also meine Ansicht ist, bei Gefahr im Verzug darf man das. Darf man sogar ins Handy gucken, wenn man einen begründeten Verdacht hat, dass das Kind da irgendwie auf Abwägen ist, vielleicht tatsächlich an so einem Spiel teilnimmt, wenn es davon erzählt hat oder im Freundeskreis erzählt hat, dann ja, ansonsten ist das Handy für die Eltern tabu. Es gibt im Internet so Foren, ich meine Mediennutzverträge, so ungefähr heißt das, unter dem Stichwort findet man das auf jeden Fall, da können Kinder mit ihren Eltern einen Vertrag schließen, unter welchen Gesichtspunkten und Voraussetzungen die Eltern ins Handy gucken dürfen. Also wer es will und das Ganze auf so eine Basis setzen will, der kann das machen, da bietet das Internet Hilfe. Ansonsten hilft wie immer, denke ich, viel darüber sprechen, haben wir am Wochenende auch mit den Kindern gemacht. Nochmal eindringlich davor gewarnt, vor solchen Ketten-WhatsApp-Nachrichten, Ketten-Mails. Davor ist man heute nicht geschützt. Ich denke, da muss man die Kinder stark machen und denen sagen, was das denn auch für drastische Auswirkungen haben kann und dass, wenn sowas da ist, dass man sowas sofort zeigt, dass man das dann entsprechend auch an die Ermittlungsbehörden weiterleiten kann. Sehr ernstes Thema, aber ich denke, gerade da ist es wichtig, darüber zu sprechen. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.